Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Ja, dann könnte ich, obwohl, nein. Ah, wenn ich das unter die Öffnung halte, kommt Wasser raus. Macht Sinn. Oh, ein Luftballon. Die Kochkäfer glühen, obwohl ich sie nicht beleidigt habe. Da lasse ich lieber die Finger von. Hui, nur die Tackernadeln haben überlebt. Da lasse ich lieber die Finger von. Damit kann ich sicher etwas Wasser abschöpfen. So, hier kommt ein bisschen Abkühlung. Sogar in einem mit abgekühlt. Ich nehme lieber den Müllschacht. Zwischen den Lanzen könnte ich das Banner aufspannen. Aber sie stehen zu weit auseinander, um es festknoten zu können. Ihr solltet jetzt ein für alle Mal klären, wer von euch wer ist. Stimmt. Los, Schere, Stein, Papier. Auf Leben und Tod. Okay, was waren noch mal die drei Sachen, die es da gab? Schere, Stein und Papier. Ich nehme Stein. Nein, das wollte ich schon nehmen. Das Banner ist abgefallen. Ich würde es hier noch einmal anknoten. Na klar, Heil Emil. Warum denkst du, das hält jetzt besser als eben? Ich probiere Dinge einfach so lang, bis sie gehen. Ich tacke das Banner mal fest. Gute Idee, dann fällt es nicht ab. Heil Emil. Hey, ist doch nicht so wichtig. Ihr macht beide einen tollen Job. Danke. Ja, ich finde auch, du machst einen tollen Job. Danke. Beste Freunde für immer. Das Banner ist immer nur zwischenzeitlich richtig gespannt.
das sieht interessant aus. Nimm das nicht. Wir dürfen doch nichts besitzen. Also ich trage immer total viel mit mir herum. Emil sagt, interessante Sachen verderben den Charakter. Oh, das sieht interessant aus. Nimm das nicht. Wir dürfen doch nichts besitzen. Also ich trage immer total viel mit mir herum. Emil sagt, interessante Sachen verderben den Charakter. Ihr beaufsichtigt also die Vollstreckung? Jawohl. Wir passen auf, dass alle vollstreckt werden. Das wollte ich auch gerade sagen. Hast du aber nicht. Sie hat den ganzen Windbrunnenplatz im Blick. Ihr könntet doch die Wachen 576a und 576b sein. Ja, aber wer kommt als Erster? Na gut, dann müsst ihr noch entscheiden, wer A und wer B ist. Nein, die Frage ist, kommt A vor B oder andersherum? Oh, die kommen gleichzeitig. Ah! Ah! Sie hat den ganzen Windbrunnenplatz im Blick. Warum sollte ich das Niespulver umfüllen? Andererseits, warum sollte ich nicht? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Aber es hängt zu sehr durch. Hallo. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wer von euch ist denn nun Wache 576? Ich. Gar nicht. Wohl. Was, wenn das Pulver im Ballon bleibt? Ich sollte das Pulver in etwas umfüllen, das leichter kaputt geht. Ich habe nur diesen einen Versuch. Und wieder zurück. Hey, was soll das werden? Ich muss sie erst irgendwie ablenken. Kaum zu glauben, dass die Leute ihm tatsächlich zuhören? Sie hat den ganzen Windbrunnenplatz im Blick. Kann ich euch vielleicht eine Frage stellen? Nein, die Leute fragen mich immer das Gleiche. Oh, und was? Warum tun sie mir das an? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Und der Klassiker, was machen sie in meinem Badezimmer? Oh, na ja, vielleicht sollte ich einfach... Ja, vielleicht solltest du einfach. Ich fühle mich merkwürdig zu ihr hingezogen,
Vielleicht habe ich ja einen bestimmten Typ. Wirklich interessant. Hey, was soll das? Oh, oh! Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. So, jetzt kriegt keiner mehr was mit. Sie ist hypnotisiert. Das tue ich lieber nicht. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe, erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Hey, Wachen! Bitte einmal die Lanzen gut festhalten. Hä? Du hast den Zivilisten gehört. Tu, was er sagt. Ups. Was war das? Ein Attentat! Ein Attentat! Findet den Verräter! Haltet die Augen offen! Schnell weg hier. Okay, ganz ruhig, Robert. Plan B. Nein, nur Loser haben einen Plan B. Ich brauche einen besseren Plan A. Tja, ich will nicht sagen, dass es den Falschen getroffen hat, aber ich muss Emil erwischen. Den Lautsprecher hat es wohl mit in die Tiefe gerissen. Ich könnte Emil dadurch anpusten, aber was sollte das bringen? Vorher müsste ich allerdings den Ballon aufblasen. Das hat nichts zu sagen. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Das könnte passen. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere.
Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Hier spiele ich keine Flötennasenlieder. Zu gefährlich. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich doch. Da ragt ein Stück Lautsprecher heraus. Oboe? Ah, junger Freund. Ich dachte schon so bei mir, die Stimme in meinem Kopf klingt aber heute freundlich. Ich bin drin. Ich hab's geschafft. Wirklich? Ich hab bis zuletzt gedacht, dass ich das Ganze nur geträumt habe. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Ja, dann könnte ich, obwohl, nein. Hallo nochmal. Oh, Sie sind es. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Der Steinstaub kitzelt in der Nase. Oder es ist meine Conroy-Allergie. Von dem Kopf ist nichts als Steinstaub geblieben. Gut so. Nun, der Steinstaub kitzelt in der Nase. Oder ist es meine Conroy-Allergie? Der Schlauch führt direkt zu Emils Rednerpult. Gute Idee. Mit meiner Nase kriege ich das aber nicht nach oben gepustet. Ja, darin ist der Staub sicherer aufgehoben. Das könnte funktionieren. Vorher müsste ich allerdings den Ballon aufblasen. Eine bekannte Ära, Conroys Ära. Eine Ära der Ordnung und Regeln und Sicherheit. In der niemand von uns allein ist. In der niemand zurückgelassen wird. Conroy zu Ehren soll heute allen Flötennasen ein Ende gesetzt werden.
Er möge wieder auf, er... Er ist eine Flötennase. Ach du meine Nase. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Es funktioniert. Das ändert nichts. Gar nichts. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Asposer. Ein Konroyalist. Ihr müsst verstehen. Nein, nein. Ich bin auf eurer Seite. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wache, schub die Flötennase in den Brunnen. Oh nein, heute stirbt niemand. Flötennasen, spielt, was das Zeug hält. Auf mein Zeichen. Du bist also Emil. Bist du derjenige, der Conroy ermordet hat? Oh, ermordet ist so ein hartes... Ja. Aber wenn du selbst eine Flötennase bist, warum hast du sie dann alle? Ich bin vielleicht mit Löchern in der Nase geboren worden. Aber ich habe mich dafür entschieden, normal zu sein. Mich an die Regeln gehalten. Ich habe eine Familie gehabt. Eine, die mich wollte, nicht ausgesetzt hat. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du wurdest nicht ausgesetzt. Meine Mutter hat mir immer die Geschichte vom Brunnenkind erzählt. Ein kleiner Junge ist vor Jahrzehnten in den Windbrunnen gefallen und nie wieder aufgetaucht. Die Dynastie ist weit in den Brunnen hinabgestiegen und hat dich jahrelang gesucht. Wir dachten, du wärst tot. Ich habe immer geglaubt, das wäre ein Märchen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich auf dem Brunnenrand Seil springe. Ich wurde nicht ausgesetzt? Das erklärt diesen seltsamen Traum, den ich immer wieder habe. Ich träume, dass ich ein kleiner Junge bin und in einen Windbrunnen falle. Oh. Macht Sinn. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir sollten ihn... Wir werden ihn nicht umbringen. Er gehört zur Familie. Das stimmt nicht. Ich bin nicht wie ihr. Was sollen wir tun, euer Gnaden? Ich bin keine verdammte Flötennase. Ich bin normal. Bringt ihn zum Schweigen? Bringt ihn zum Schweigen. Hui, erster Befehl. Liebe Asposa, es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Es gibt keine fliegenden Windgötter. Die Basilen waren von Conroy gebaute Maschinen, um Angst unter den Leuten zu schüren. Und mit diesen Maschinen hat er die Flötennasen versteinert. Die Flötennasen beschwören diese Monster nicht. Sie beschwören den Wind. Sie bringen uns das Leben. Sie sind die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Der Verrückte hat recht. Das ist die Wahrheit. Darum habe ich beschlossen, dass in Zukunft ich die Regierung übernehme. Mein Name ist Confucius. Und hier ist, was ich glaube. Ich glaube, wir sind alle eine große Familie. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Flötennase. Versuchst du schon wieder, vor deiner Verantwortung abzuhauen? Hören wir doch erst mal, was er zu sagen hat. Eine Familie, die von einer dreieckigen Murmel abstammt, die aus dem unendlichen Erdreich kommt. Okay. Ich glaube nicht an die Realität. Ich glaube, wir alle sind ausgedachte Figuren in einer unmöglichen Welt. Ich glaube, es gibt mindestens vier von mir, die hier irgendwo rumlaufen. Einer ist böse und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin.
Ich habe es schon zweimal geschafft, eine Kaktee mit einem Wulluf zu kreuzen, damit diese länger Wasser speichern können. Meine erste Mission als euer neuer Herrscher wird es sein, eine Leiter zu erfinden, die das Rad ersetzt. Okay, stopp! Und wer bist du? Bin der Rechtmäßige, Komm schon. Er ist der wahre König von Asposien. Gern geschehen. Jetzt musst du's nicht selbst sagen. Los jetzt, Junge. Schwing deinen Hintern ans Pult und lass die Leute hören, was du zu sagen hast. Liebe Asposa, ich weiß, die letzten Jahre waren nicht einfach. Das waren sie für meine Familie auch nicht. Das muss ein Ende haben. Wir können uns nicht mehr hassen. Wir können uns nicht länger vor der Welt verstecken. Es wird Zeit, dass wir uns alle kennenlernen. Mein Name ist Okario Boe der Dritte. Und mein Vater war der König über die Flötennasen und die Windbrunnenwächter, bevor Conroy ihn ermordet hat. Wisst ihr was? Ihr solltet euch einfach selbst jemanden aussuchen, der euch regiert. Ich weiß, ich würde es mir gerne aussuchen. Was tust du denn da? Genau das Richtige. Bis ihr jemanden gefunden habt, den ihr gerne als Anführer hättet, kann ich das übernehmen. Was sagt ihr dazu? Ich nominiere meinen Nachbarn Henker. Der leiht mir immer seine Gießkanne. Der wäre bestimmt ein guter Herrscher. Ich nominiere mich. Warum? Ich wäre wirklich, wirklich gerne König von Asposien. Ich finde, das hört sich gut an. Er hat meine Stimme. Oh Gott, diese Vollidioten haben dich nicht verdient. Aber ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich bin stolz auf dich. Danke, aber dein Plan war besser. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte ich auf dich gehört. Du konntest ja nicht wissen, wie fanatisch Emil ist. Nicht so fanatisch wie ich. Niemand ist so fanatisch wie du. Ich bin auch stolz auf euch. Danke. Du kannst jetzt loslassen. Libretta? Einen kleinen Moment noch. Na komm, Flötennase. Zeig mal, was du als König so drauf hast. Hat da irgendjemand gerade Geld fallen lassen?